Ja, hallo Leute, willkommen wieder zurück bei Resident Evil 2, dem Let's Play. Wir haben hier vor diesem, ich nenne es mal Wasseranschluss, aufgehört, weil hier ein Feuer brennt. Hier ist ein Helikopter reingeflogen und wir wollten dieses Feuer löschen und dann gucken, ob wir den Gegner da hinten, ganz hinten im Gang, das so ein Schlupp-Schlupp, die sind ja so gefährlich, ich habe ja so Angst vor denen, ob wir den besiegt kriegen. Außerdem müssen wir wieder an den Kränen vorbei und wir müssen mal gucken, ob wir das alles schaffen und hinkriegen und überleben. Aber erstmal bringen wir jetzt hier oben den Tank zum Platzen. Was übrigens totaler Quatsch ist, weil der Tank, das ist da oben, da wo er aufplatzt, ist sicherlich nicht die schwächste Stelle des ganzen Tanks. Das ist ja absoluter Quatsch. Aber egal. Wir wollen mal nicht so hier auf den Realismus gehen, weil ich meine, wir sind hier in einem Spiel, wo eine Stadt voller Zombies ist und wir laufen hier locker flockig durch als junges Fräulein mit einer Pistole, also. Säurepatronen. Oh. Ich weiß, wer sich jetzt freuen wird. Wisst ihr es auch? Oh, ich weiß, wer sich freuen wird. Ich hab da doch so einen Freund mit so einer langen Zunge, der wird sich freuen. Oh. Nein. 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 Nicht dein Ernst. Doch nicht jetzt. Ich hab mit ihr doch noch gar nicht. Oh mein Gott. Oh. Jetzt geht er nicht durch. Okay, Leute. Ich habe euch doch im ersten Part vom Nemesis-Abklatsch erzählt, der da war, bevor es Nemesis gab. Das ist dieser Typ da drin. Und ich habe riesengroße Angst vor dem. Also der ist genau in dem Flur hier mit den Krähen. Und ich will da eigentlich nicht lang gehen. Hab ich irgendeine Alternative? Kann ich hier irgendwo anders lang? Kann ich. Oh, ich will nicht. Kann ich. Ich kann da irgendwo anders lang. Ich hab doch nur 6 Säurepatronen und eine Pistole. Und nur eine Heilung. Und ein Messer. Oh, Leute. Oh Mann, keine Zeit verschwenden. Ich versuche ihn umzubringen. Versuche ich das wirklich? Ich will es eigentlich gar nicht versuchen. Will ich es versuchen? Ich weiß nicht, ob ich es versuchen will. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da war noch nichts. Oh, hört ihr ihn? Oh Gott, ich scheiß mir in die Hose. Ich scheiß mir in die Hose. Ich scheiß mir in die Hose. Ich versuche ihn umzubringen. Ich versuche ihn umzubringen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh, ich hasse das. Stirb, 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 stirb. Oh ja, stirb. Oh, ist gut. Jesus Maria. Was hat er? Pistolenmunition. Dein Ernst, Pistolenmunition. Oh Mann. Pistolenmunition. Ich weiß auf einmal, warum ich mit Leon durchgespielt habe und nicht mit Claire. Ich dachte, der Typ kommt erst, wenn man ein paar Mal das Spiel durchgespielt hat. Aber er kommt gleich sofort? Warum ist das Spiel so gemein? Oh oh. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Läuft er mir hinterher? Sag nicht, der läuft mir hinterher. Oh mein Gott. Er läuft mir nicht hinterher. Er lebt einfach nur wieder. Scheiße, das ist ja wie mit Nemesis. Der lebt einfach wieder und kommt dann hinterher. Das heißt, ich begegne ihn gleich irgendwo wieder. Ich höre den Schlupp-Schlupp nicht. Okay, ich kann hier durch. Ich kann hier hinten. Hier hinten ist der Helikopter. Jetzt zeige ich euch mal. Hier. So, und hier kann ich Sprengstoff hinlegen. Jetzt ohne Spaß, ich habe mich gerade erschrocken. Ich weiß, das ist lächerlich, aber ich habe mich erschrocken. Ich kann Sprengstoff hinlegen und dann kann ich da durch und dann, ja, ist da was, was ich euch nicht verraten werde. Das könnt ihr mal schön selber spielen. Hier haben wir mit Leon ein Juwelenrätsel, glaube ich. Das haben wir hier anscheinend auch. Das ist nämlich der exakt selbe Raum. Oh, hier glitzert was. Eine
Keykarte? Eine Keykarte. So, damit kommen wir jetzt in der Haupthalle weiter. Das war so klar. Und ich habe mich schon wieder erschrocken. Das ist schrecklich. Wenn man aufnimmt, dann... Uah. Resident Evil 2 ist übrigens der Grund, warum ich ein bisschen Angst vor Pokémon hatte. Diese Dinger mit der langen Zunge, die erinnern mich immer an Schlurp. Ich weiß nicht, ob ihr Schlurp kennt, aber... Ich weiß nicht. Schlurps machen mir Angst. Würde es Pokémon in echt geben, ich glaube, ich würde keinen Schlurp haben. Ja. Aber Pokémon in echt geben. Ja, jetzt drehe ich wohl komplett am Rad. Egal, wir gehen mal hier lang. Weil ich glaube... Ach so, jetzt bin ich hier. Ich dachte, ich wäre ganz woanders. Hier liegt auf jeden Fall was. Vielleicht ist hier der Code drin. Für den Tresor. Da müssen wir nach Zahlen gucken. Aber ich glaube, hier steht nichts von irgendwelchen Zahlen drin. Ah, oh, das sieht nicht so aus. Gut. Also haben wir das schon mal nicht. So, mitnehmen. Ja, mitnehmen. Natürlich mitnehmen. Brauchen wir alles. Patronen mitgenommen. Super. Dann gehen wir jetzt an die Truhe. Vielleicht haben wir da ein nettes Geschenk drin. Mit Leon hatten wir überhaupt nichts drin und mit ihr anscheinend auch nicht. Messer braucht kein Mensch. Das braucht auch kein Mensch. Ganz schön viel Munition. Okay. Und dann gehen wir mal hier durch. Ach, wir können jetzt die Feuerleiter aktivieren. Dann, ach, das seht ihr gleich. Das seht ihr gleich. Dann sind wir direkt unten und dann können wir auch schon die Tür öffnen und dann können wir direkt zu Leon gehen. Ich weiß ja, wo wir ihn das erste Mal treffen. Da, wo wir ihn treffen, gibt es auch neue Waffen. Das wollen wir natürlich auch. So, hier. Das Ding. Seht ihr? Und da unten ist wieder der Computer, wo wir die Keykarte benutzen können, um alle Türen zu öffnen. Also alle Türen in der Halle, nicht alle Türen im Spiel. Das wäre praktisch. Also wegen diesen Soundproblemen, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das sind ziemlich viele PlayStation-Spielen. Ich weiß nicht, ob das an der Art liegt, wie ich aufnehme, oder... Keine Ahnung. So, benutzen. Das können sie hier nicht benutzen, muss ich den Computer benutzen. So, X gedrückt halten, dann läuft er schneller. Keycard, blaue Keycard benutzen. Ja, überprüfe Keycard. Klick. Ach, die da oben wäre auch abgeschlossen gewesen. Das ist schon mal gut zu wissen. Gut, wollen wir speichern? Wollen wir speichern? Nee, dann fehlt ja der ganze Reiz. Das ist mit Leon die zweite Tür, die man durchschreitet in einem Polizeirevier. Huch, das ist aber merkwürdig, dass hier einer ist. Normalerweise sind die Räume mit den Kisten immer sichere Räume. Oder hält ganz schön viel aus. Jetzt ist aber tot. Da ist ja noch einer. Hier haben wir den Code drin, glaube ich. Bla bla bla. Ich glaube, das ist 2, ja, 2236. Merken wir uns. Kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hin in dem Let's Play, aber merken wir uns. Fürs nächste Mal in 10 Jahren, wenn wir Resident Evil 2 spielen. Gut. Müssen wir an die Kiste? Wir müssen nicht an die Kiste, ne? Da ist noch einer. Oh, und lad schneller nach, lad schneller nach. Oh, schieß schneller. Der ist tot. So. Ja, komm her. Was ich ja cool finde, ist, dass die Zombies hier anders aussehen. Bei Leon haben sie immer dieselben zwei T-Shirts an. Deswegen ist es immer ziemlich erfrischend. Achso, hier finden wir, glaube ich, das erste Waffenteil schon. Sie hat ja hier den Dietrich. Und Leon hat dafür ein Feuerzeug. Das brauchen sie jetzt nicht zu benutzen. Mhm. Okay, dann halt so. Toll! Ein Heilspray. Na toll. Verbinden. Alles klar. Dann
machen jetzt hier durch. Gucken, was uns hier erwartet. Ah, hier kommt gleich wieder unser Freund. Den werden wir übrigens, glaube ich, kann ich hier schon zumachen? Nee. Hat der irgendwas? Munition zum Beispiel? Nee. Kann ich hier rein? Das ist ja schade. Mit Leon kommt hier der wieder so ein Schlupp-Schlupp. Naja. Leon ist übrigens in dem Polizeirevier, weil er befördert wurde. Oder versetzt wurde. Und deswegen soll er nach Raccoon City. Und Claire ist hier, weil sie ihren Bruder sucht. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon gesagt habe. Der eben Chris Redfield heißt. Den kennen wir auch aus Resident Evil 1. Alles klar. Schöne Holzbretter. Ja, jetzt komm, hör auf, an der Ecke rumzuhängen. Lass dich abschießen. Sind die tot? Gucken wir mal. Scheint tot zu sein. Oh, hier können wir rein. Ja. Die Schublade gerade eben. Leon hätte dafür einen Schlüssel gebraucht, den er irgendwo im Haus findet. Aber er hat ja dafür das Feuerzeug. Das Feuerzeug, das kann man hier in diesem Porträt verwenden. Und das müssen wir jetzt halt irgendwie finden. Das, keine Ahnung, wo Claire das findet. Also, ich nichts wissen. Auf jeden Fall kriegen wir dann aus diesem Foto einen Juwel. Einen roten. Und den brauchen wir dann in diesem Raum, wo der Schlupp-Schlupp durch die Decke gekommen ist. Also mir kommt das so vor, als würde ich die ganze Zeit nur von diesen Viechern reden, aber... Ist nun mal so. Hier irgendwo noch Munition oder sowas? Nee, das Spiel soll ja auch nicht zu einfach werden, ne? Wenn ich mich wehren kann, ist das ja viel zu einfach. Ja, dann gucken wir mal mehr zur Seite, weil hier kommen auch gerne mal Hände durch, die einen dann festhalten und Aua machen. Also durch diese zugenagelten Fenster. Deswegen muss man da besonders aufpassen. Und dann sind das ja auch nur noch zwei Räume und dann sind wir da. Okay, bei Leon ist hier volles Haus. Also hier ist richtig die Party am Laufen. Bei ihr jetzt nicht. Ich verstehe nicht warum, aber... Egal. Mir ist es auch immer nicht geheuer, wenn ich Heilung kriege. Ich habe dann immer das Gefühl, gleich passiert was Schlimmes. Weil ich meine, warum sollte uns das Spiel sonst damit aufstocken? Ne? Macht ja gar keinen Sinn. Wäre komisch, wenn man mal was an Voraus kriegt. Ach ja, kann ich jetzt nicht hier ran? Verschlossen. Ich muss wahrscheinlich mit beiden durchspielen. Da sind die Spezialkostüme drin für Leon und Claire. Hier ist nur ein Bericht. So, ich will hier nicht mal durchblättern. Das dauert so lange. Ich glaube, hier im Schrank war Munition mit Leon. Ich weiß nicht, wie das mit... Ja, bei ihr auch. Gut. Sehr gut, weil Munition kann man hier immer gebrauchen. So, bisher komme ich mit der Munition viel besser aus als mit Leon. Mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich hier weniger Zombies bekämpfen muss. Hier kann ich Filme entwickeln. Das ist ja schön. Gut, glaube ich hier. Nehmen wir die Heilung mit. Ich glaube, ich mix die mal zusammen. Obwohl, das Spray, das kann ich mal ablegen. Das braucht zu viel Platz. So, Spray. Rein. Weg. Gleich kriegen wir eine Armbrust. Ich freue mich schon. Macht nämlich irgendwie Spaß. Und... Was hat sie eigentlich noch für geile Waffen? Sie hatten... Kriegt sie nicht später auch noch einen Raketenwerfer oder so ein Quatsch? Weiß es nicht mehr. Im dritten Teil von Resident Evil kommt da ja Nemesis durchs Fenster gesprungen, wenn ich mich richtig erinnere. Haben wir hier Gott sei Dank nicht. Ach ja, hier haben wir ein Schieberätsel. Ah, das ist auch Pipifaxe. Okay, wir haben hier zwei Statuen und wir haben an der Wand, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da unten,
so eine graue Druckerplatte. So, jetzt steht hier halt, wenn wir das Schild lesen, auf dem Halter steht, der Gott der Sonne und der Gott des Mondes, wenn ihr Blick auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. So, und das Rote, was er da in der Hand hält, soll seine Seele sein. Jetzt gucken ja beide abgewandt zu ihm. Und das ist eigentlich das leichteste Rätsel in der Spielegeschichte, glaube ich. Wir müssen jetzt einfach die Statuen so verschieben, dass sie auf ihn gucken. Und anhand der braunen Kacheln auf dem Fußboden können wir eben sehen, wo vorher mal was stand. Wir können dann so natürlich drauf kommen, hey, da gehören wahrscheinlich die Statuen hin. Ich glaube, das war auch das einzige Rätsel, das ich als Kind direkt verstanden habe. So, drauf da. Klick. Das war Nummer 1. Resident Evil 1 gibt es ja auch so ein fieses Rätsel. Das ist ja auch mit irgendwelchen Statuen. Ne, Rüstungen waren das, glaube ich. Da musst du eine Rüstung verschieben. Und wenn du das da falsch gemacht hast, da wurde es ja direkt vergast. Da warst du ja direkt in der Gaskammer drin. Das war ein bisschen fieser. Hier kann man bei den meisten Rätseln gar nicht sterben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne großartig nachzudenken. Also Resident Evil ist schon deutlich fairer geworden, das muss man ja sagen. Na, nicht weiterschieben. So, dann da und... Steuerung ist ein bisschen fummelig. Na, klaut ihr schon seine Seele. Na. Roter Edelstein mitnehmen. Na klar. Sehr gut. Und dann sind wir schon im nächsten Flur. Ich glaube, hier sind wieder Zombies, ne? Sind hier nicht? Alles klar. So, in diesem Raum wird gleich was passieren. Was, werde ich euch nicht verraten. Das seht ihr im nächsten Part dieses Let's Plays. Wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, ciao, ciao.